Dankeschön! Wir freuen uns riesig, heute dabei zu sein und unseren Game Changer Number One mit dir zu teilen. Denn wir wollen mit euch heute einen Tieftauchgang machen in die Tiefen deiner Persönlichkeit. Kennst du Momente, in denen du dich fragst, warum mache ich das? Warum verhalte ich mich immer wieder gleich? Oder kennst du Momente, wo du dir über dein Gegenüber fragst, warum macht er das oder sie? Wie kann er nur? Stell dir vor, du könntest dich selbst wirklich verstehen und annehmen, wie du bist. Und privat eine glückliche, verständnisvolle Beziehung leben und die Bedürfnisse deines Gegenübers wirklich verstehen, auch wenn sie ganz anders sind als deine eigenen. Und für die Unternehmer und Selbstständigen unter euch, stell dir vor, du könntest deine Mitarbeitenden wirklich verstehen. Ihnen genau das geben, was sie brauchen, zum Beispiel den sicheren Hafen, um ihr Potenzial wirklich abzurufen, sodass du sie optimal führen kannst. Für die Marketer unter euch, stell dir vor, du könntest deine Zielgruppe wirklich verstehen. Nicht nur auf Basis von, ja, so alt und kommt daher und verdient so und so viel zum Beispiel, sondern wirklich die Tiefenstruktur ihrer Persönlichkeit wirklich verstehen, um dadurch ihre persönlichen Bedürfnisse schon im Marketing präzise ansprechen zu können. Und in diesem Video bekommst du die perfekte Template, um genau das zu tun. Aber erstmal kurz zu uns und wer wir eigentlich sind und warum uns dieses Thema so wichtig ist. Wir sind Vanessa und Alex und wir geben Coaching-Ausbildungen. Also wir bilden Hypnose-Coaches, NLP-Coaches und Deep-Ocean-Coaches aus und beschäftigen uns seit insgesamt über 30 Jahren mit der Frage, warum tun Menschen eigentlich das, was sie tun und wie können wir sie unterstützen, da Veränderungen zu machen, wenn sie das möchten. Und wir wollen dich mitnehmen in die Welt von Deep Ocean, damit du die Tiefenstruktur deiner Persönlichkeit kennenlernen kannst. Und im Herzen dieser Fähigkeit steht die Frage, warum tun Menschen, was sie tun? Und auf diese Frage gibt es eine detaillierte und eine einfache Antwort. Die detaillierte, hier schnell zusammengefasst, finden wir im Genese von Verhaltenmodell von Dr. Frederik Hümmecke, seines Zeichens Neurowissenschaftler. Und das sieht ungefähr so aus. Ich fasse es mal kurz zusammen. Die untere Ebene, das ist die Persönlichkeit und um die soll es heute im Detail gehen. Daneben auch die Intelligenz, ne, auch die spielt ein bisschen eine Rolle, wie schnell ist unsere Lösungsgeschwindigkeit im Gehirn. Darüber ist eine zweite Ebene, die sogenannte Musterebene. Das sind alle die Dinge, die wir gelernt haben. Glaubenssätze und Verhaltensmuster größtenteils, die wir gelernt haben. Und mit diesen Verhalten, basierend auf gelernt und Persönlichkeit, gehen wir dann in die Umwelt und in der Umwelt, da bekommen wir dann ein Feedback und passen gegebenenfalls unser Verhalten nochmal an. Und die Summe aller Umweltfaktoren sozusagen, aller umweltbedingten Einflüsse auf unser Verhalten, das ist die sogenannte Kultur. Die spielt natürlich auch eine Rolle. Darüber hinaus gibt es noch drei Faktoren. Zum einen unsere Fight, Flight, Freeze und Flock nennen wir es, unsere Stressreaktionen, die wir in Stresssituationen haben, die beeinflussen in Stresssituationen, wie wir uns verhalten, sowie Pech, Glück und Insights. Natürlich haben besonders schwere oder besonders gute Umstände im Leben auch manchmal einen Einfluss auf unser Verhalten. Genauso wie wenn etwas auf einmal, nach Jahren auf einmal Klick macht und wir es wirklich kapiert haben. Aber die wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht sind erstens unsere Persönlichkeit. Und die ist ab dem 5. Lebensjahr größtenteils fix. Und zweitens alles, was wir danach an Glaubenssätzen und Verhaltensmöglichkeiten gelernt haben. Heute soll es vor allem um Ersteres gehen. Um unsere Persönlichkeit. Die Persönlichkeit ist der Teil von uns, der im Gehirn so angelegt ist, dass wir uns in bestimmten Momenten über verschiedene Kontexte hinaus immer wieder auf bestimmte Arten verhalten. Und das ist bei jedem von uns ein bisschen anders. Und das ist was, was in der Persönlichkeitsentwicklung gerne vergessen wird. Dass wir komplette Individuen sind, dass unsere Gehirne schon so unterschiedlich strukturiert sind, dass wir den anderen oder die andere vielleicht gar nicht verstehen können. Weil unser Gehirn wirklich einfach anders gebaut ist. Das heißt, wenn du zum Beispiel ein aktiveres Dopaminzentrum im Gehirn hast, dann denkt dein Gehirn öfter, oh, das ist eine gute Idee. Und so kommst du schneller ins Handeln, bist schneller begeisterungsfähig, sprühst vielleicht ein bisschen mehr vor Energie, ich kenne da jemand.
Aber gleichzeitig, wenn du vielleicht ein aktiveres Cortisolzentrum oder aktivere Cortisolausschüttung im Gehirn hast, dann kommst du auch schneller in Stress bzw. empfindest schneller Stress und kannst auch länger in negativen Gefühlen bleiben. Und zwar auf eine Art, die sich jemand, bei dem das anders ist, gar nicht so richtig vorstellen kann. Und deswegen ist aus meiner Sicht unheimlich wichtig, dass Persönlichkeitsentwicklung persönlicher wird. Nur wie können wir diese komplexen Funktionen unserer Gehirne und unserer Persönlichkeiten wirklich verstehen? Bei uns und bei anderen. Herzlich willkommen zum Deep Ocean Modell. Das Persönlichkeitsmodell, das in über 8000 Studien über 60 Jahre hinweg wissenschaftlich anerkannt ist und Menschen nicht in Boxen steckt, sondern wirklich ganz präzise hinschaut, wie bist du, wie ist deine Persönlichkeit. Und das Ocean-Modell steht hier als Akronym. Jeder Buchstabe steht für eine bestimmte Ausprägung. Und bei dem Deep Ocean-Modell geht es sogar noch tiefer rein. Wir haben 10 Persönlichkeitsausprägungen. Das heißt, die Wissenschaft hat sich gefragt, wie können wir denn herausfinden, wie wir Menschen sind, und haben da den lexikalischen Ansatz genutzt. Sie haben geguckt in der Sprache, wie beschreiben sich Menschen, und sind da in Summe dann auf 5 Begriffe gekommen, und in der vertieften Version haben wir 10 Persönlichkeitsausprägungen. Herzlich willkommen beim Deep Ocean Modell. Schnapp dir schnell ein Papier und einen Stift, denn du hast jetzt die Möglichkeit, auch einen Selbsttest zu machen. Er ist natürlich nicht so wissenschaftlich wie der wirkliche Test, den wir auch anbieten. Aber du hast jetzt für dich erstmal die Möglichkeit zu gucken, wie bin ich denn als Mensch in meiner Persönlichkeit ausgeprägt? Und deswegen springen wir direkt rein, kommen wir zum ersten Buchstaben des Ocean-Modells, zur ersten Überkategorie, dem O für Offenheit. Und während wir gleich dazu kommen, wofür die anderen Buchstaben stehen, schauen wir mal an, was sind die 2 Kategorien, die sich hinter dem O verbergen, denn im Deep Ocean-Modell gehen wir ja auch tiefer als die klassischen 5 Ausprägungen. Hinter jeder der 5 verstecken sich sozusagen 2 Unterausprägungen, die noch präziser reinschauen. Und deswegen, hinter Offenheit versteckt sich zum ersten Offenheit für Erleben. Was bedeutet das? Menschen, die in Offenheit für Erleben hoch ausgeprägt sind, haben ein Bedürfnis danach, mit allen 5 Sinnen zu erleben. Und das führt zum einen dazu, dass sie neue Erlebnisse mögen, weil wir Neues immer natürlich stärker verarbeiten im Nervensystem. Während Menschen, die da niedrig ausgeprägt sind, gehen vielleicht lieber jahrelang ins gleiche Hotel, statt immer was Neues auszuprobieren. Und wenn sie erstmal ihr Lieblingszimmer haben, wo sie wissen, da gefällt es ihnen, gehen sie vielleicht auch immer ins Lieblingszimmer im Lieblingshotel. Während Menschen, die da hoch ausgeprägt sind, brauchen öfter was Neues und gehen auch mal auf einen neuen Kontinent und gucken dann vor Ort, was sie dort für ein Hotel buchen. Ein zweiter Faktor, der reinspielt, ist aber auch ein Bedürfnis nach Ästhetik. Nach, wirklich Ästhetik im Kleidungssinne, wie die Wohnung designt ist und vielen anderen Bereichen. Mit Erleben hoch geht auch oft Kreativität im künstlerischen Sinne einher. Aber eben auch ein Bedürfnis danach, die Welt in 5 Sinnen zu erleben, sei es durch ihre Gerüche, sei es durch Geschmack, durch gerne selber kochen. Und Menschen, die da niedriger ausgeprägt sind, haben dieses Bedürfnis nicht so stark. Das heißt, sie brauchen nicht so viel Abwechslung, legen nicht so viel Wert auf Design und dass alles schön und gut aussieht, sondern sind vielleicht eher pragmatisch veranlagt. Hauptsache, es ist praktisch, es muss jetzt nicht perfekt und durchdesignt sein. Und jetzt kannst du mal für dich überlegen, wo bin ich da? Bin ich da eher hoch, mittel oder niedrig? Ich würde es in den 3 Kategorien mal einfach auf einen Zettel schreiben und neben das O schreibst du erleben und da daneben schreibst du hoch, mittel oder niedrig. Wie würdest du dich da einschätzen? Aber hinter dem O steckt noch ein weiterer Begriff. Kommen wir vom Erleben im Außen noch zu einer anderen Art von Erleben. Bitteschön. Kommen wir zur 2. Persönlichkeitsausprägung, dem Intellekt. Und ganz wichtig, Intellekt bedeutet nicht Intelligenz. Intelligenz ist deine Problemlösungsgeschwindigkeit. Intellekt ist das innere Erleben. Das heißt, Menschen, die hoch im Intellekt ausgeprägt sind, sind Menschen, die reden vielleicht schnell, die denken schnell, sie erfassen schnell komplexe Themen.
Und Menschen, die eher niedrig im Intellekt sind, sind Menschen, die sind sehr intuitiv. Das heißt, da ist deine Kernkompetenz, deine Intuition, dein Gespür. Aber da ist auch manchmal die Schwierigkeit, gar nicht so diese komplexen Themen zu verstehen, aber auch gar nicht das Bedürfnis danach zu haben. Menschen, die hoch im Intellekt sind, brauchen die ganze Zeit was Neues. Sie brauchen immer Futter für die Nerven. Immer wollen sie was Neues lernen. Wohingegen Menschen, die niedrig im Intellekt sind, sehr präsent sind. Ihre Kernkompetenz ist es, im Hier und Jetzt zu sein, da zu sein. Und jetzt schätzt du dich nochmal ein. Wie bist du im Intellekt? Hoch, mittel oder niedrig? Was würdest du sagen? Und dann kommen wir zur nächsten Ausprägung von OCEAN zum C. Conscientiousness ist Englisch und heißt so viel wie Gewissenhaftigkeit. Und Gewissenhaftigkeit hat zwei Unterausprägungen, nämlich Fleiß und eine weitere. Zu der kommen wir gleich. Schritt 1 ist Fleiß. Was heißt Fleiß? Fleiß heißt am Ende das, was draufsteht. Viel hilft viel. Menschen mit hohem Fleiß haben einen großen Antrieb, Dinge zu tun, möchten Dinge zu Ende bringen, tun sich sehr leicht damit, große Anstrengungen über lange Zeit aufrechtzuerhalten, um ein Ziel X zu erreichen. Fleiß hoch hat Hummeln im Arsch und kann nicht stillsitzen. Fleiß niedrig ist deswegen nicht faul. Im Gegenteil. Fleiß niedrig hat es oft deutlich einfacher, zum Beispiel endlich mal zu chillen. Auch mal nicht immer was tun zu müssen, sondern auch mal zur Ruhe kommen zu können. Glaub mir, Fleiß hoch wünscht sich nichts mehr, als selbst Fleiß niedrig zu haben. Etwas, was ihr bei vielen Ausprägungen noch merken werdet, alles hat seine Vor- und Nachteile. Aber ja, Fleiß hoch ist basically Hummeln im Arsch, immer viel tun müssen, schaffen, schaffen, schaffen. Und Fleiß niedrig sagt, ein gutes Turnierpferd springt nicht höher, als es muss und findet dadurch manchmal dafür kreative und produktive Wege, in weniger Zeit auch viel gebacken zu kriegen, wenn einem das Ziel wichtig ist, aber eben mit einem etwas anderen strategischen Ansatz, weil ein anderes Bedürfnis dahinter steht. Und schau auch hier für dich, bist du eher hoch, mittel oder niedrig in Fleiß ausgeprägt? Die nächste Ausprägung ist die Ordnung. Menschen, die hoch in Ordnung ausgeprägt sind, haben das Bedürfnis nach klar strukturierten Prozessen. Es sind Menschen, denen fällt es leicht, sich an Systeme zu halten, an Strukturen, an Prozesse. Entweder haben sie sie selbst gebaut oder sie kommen von anderen. Aber das, was dahinter steht, ist, dass es ihnen leicht fällt, diese einzuhalten. Wohingegen Menschen, die niedrig in Ordnung ausgeprägt sind, da eher ein kleines Selbstmanagementproblem haben und es etwas chaotisch ist. Ein Coachie von mir hat mal gesagt, ich suche meinen Haustürschlüssel schon mein ganzes Leben lang. Und das beschreibt Ordnung niedrig tatsächlich auch ganz gut. Und jetzt schau du mal bei dir, wie bist du ausgeprägt? Hoch, mittel oder niedrig? Kommen wir zum E von Ocean. Es steht für Extraversion. Und die beiden Ausprägungen, die darunter stehen, sind erstens Enthusiasmus. Enthusiasmus bedeutet Begeisterungsfähigkeit, schnelles Dopaminsystem im Gehirn. Warum? Begeisterungsfähigkeit bedeutet eigentlich nur, das Gehirn denkt echt oft, oh, das ist eine gute Idee. Sei es, du siehst was und du möchtest es am liebsten jetzt sofort haben und kaufen, weil das ist eine gute Idee. Oder du möchtest was sagen und dann machst du es auch, weil dein Gehirn denkt, oh ja, den sage ich, das ist eine gute Idee. Gleichzeitig sorgt Enthusiasmus auch dafür, dass wir mehr Freude versprühen, dass wir vielleicht auch extrovertierter im klassischen Sinn sind. Ja? Und Enthusiasmus niedrig tut sich leichter damit, zum Beispiel auch mal eine Nacht über eine Entscheidung zu schlafen oder mehrere. Tut sich leichter damit, nicht bei jedem Sonderangebot sofort kaufen zu müssen, sondern nur, wenn es auch wirklich Sinn macht. Enthusiasmus niedrig, tut sich vielleicht manchmal schwerer, ins Handeln zu kommen. Und auch das kann ein Vorteil sein, denn einer der Vorteile von Enthusiasmus hoch ist, du kommst ins Tun. Einer der Nachteile ist, du kommst ins Tun. Und manchmal in 16 Fronten und dann kriegst du keins der Projekte hinten auch wieder zugeschnürt. Ich kenne da jemand. Enthusiasmus hoch, mittel oder niedrig, wie würdest du dich einschätzen? Die nächste Ausprägung ist die Dominanz. Und Dominanz ist die Durchsetzungsfähigkeit als auch der Durchsetzungswille. Denn das Lustige ist, Menschen mit einer hohen Dominanz haben von Kindertagen an auch schon gelernt, sich verbal durchzusetzen und sind deswegen oft auch sprachlich stärker, um ihr Ziel zu erreichen. Menschen mit einer hohen Dominanz siehst du oft in Gruppen,
Weil sie oft eine Gruppe anführen. Denn eine hohe Dominanz hat diesen Impuls, etwas zu sagen und eine Gruppe zu leiten und sich durchzusetzen. Es ist auch deine Durchsetzungsfähigkeit. Das heißt, wenn du jemand bist, der vielleicht in der Vergangenheit gerne Gruppen geleitet hat oder gern das Wort ergriffen hat und seine Meinung zu etwas gesagt hat, dann bist du tendenziell stärker ausgeprägt in deiner Dominanz. Wenn du jemand bist, der sagt, nee, in Gruppen halte ich mich eher zurück, ich bin dankbar, wenn andere die Führung übernehmen. Und ich bin vielleicht auch jemand, der gar nicht immer seine Meinung aufdrücken muss, sondern ich bin jemand, ich halte mich gern zurück. Dann ist deine Dominanz wahrscheinlich niedriger ausgeprägt. Denn Menschen mit einer niedrigen Dominanz, die sind dankbar, dass andere auch führen. Sie kommen vielleicht im Umkehrschluss auch manchmal nicht so oft zu Wort, aber haben so hingegen auch dann Momente, wo sie sagen, okay, jetzt ist es mir wichtig und dann sage ich was. Und jetzt kannst du bei dir schauen, bist du jemand mit einer hohen Dominanz, mit einer mittleren oder mit einer niedrigen? Wie schätzt du dich ein? Kommen wir zum A. Agreeableness ist Englisch für, mit V geschrieben, Verträglichkeit. Und darin stecken wieder zwei Unterpunkte, nämlich erstens die Empathie. Und Empathie bedeutet basically, dass dir wichtig ist, wie sich andere fühlen. Und dass du gut drin bist, zu spüren, wie sich andere fühlen. Das kommt dann oft miteinander einher. Menschen, die hoch ausgeprägt sind in Empathie, legen großen Wert auf Harmonie und dass sich alle mögen und sind mit ihren Gedanken vielleicht auch mehr bei den anderen als bei sich selbst und legen da ganz, ganz großen Wert auf die zwischenmenschliche Beziehung. Menschen, die niedriger in Empathie sind, sind deswegen kein schlechter Mensch oder so, sondern sind einfach nicht so sehr bei den anderen, sondern ein bisschen mehr bei sich. Denen fällt es leichter, auch mal Nein zu sagen. Fällt es leichter, auch mal eine Grenze zu ziehen und zu sagen, ah, bis hierher nicht weiter, sind vielleicht auch eher ein bisschen kompetitiver, weil ihnen das, ich will ja, dass es allen gut dabei nicht im Weg steht. Also auch hier hat wieder beides Vor- und Nachteile. Und natürlich gibt es nicht nur Ja und Nein, sondern am Ende ist es auf einer Skala von, sagen wir, 100 Menschen im Raum, wer ist der dollst ausgeprägteste und wer am wenigsten und wo sind wir dazwischen. Aber wenn du es jetzt mal so grob auf den Punkt bringen dürftest, Empathie hoch, yes, ist mir super wichtig, ich spüre, andere Menschen sind mir total wichtig und ich fällt mir manchmal auch schwer, Nein zu sagen und so weiter. Oder sagst du, ich mag schon andere Menschen und die in meinem engsten Kreis mag ich natürlich, aber ich glaube, ich weiß, von wem du sprichst und das bin ich gar nicht. Ich bin eher bei mir als bei den anderen. Und deswegen schau auch da gerne mal, ist bei dir Empathie hoch, mittel oder eher niedrig ausgeprägt. Kommen wir zur nächsten Persönlichkeitsausprägung, der Höflichkeit. Die Politeness. Menschen, die hoch in Politeness ausgeprägt sind, sind Menschen, die halten sich an Regeln und Normen. Das sind Menschen, die haben ein gesellschaftliches Interesse. Ihnen ist es wichtig, dass Regeln eingehalten werden. Oft sind da auch Glaubenssätze wie, was sollen denn die anderen denken? Oder, das kann man doch nicht machen. Menschen, die niedrig in Politeness, niedrig in Höflichkeit ausgeprägt sind, sind Menschen, die halten sich vielleicht nur an ihre eigenen Regeln. Denn Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Menschen mit einer niedrigen Politeness sind Menschen, die sagen dir vielleicht auch mal ganz klar, was sie denken, sei es auch noch so unangenehm und gehen vielleicht über eine Grenze drüber. Denn für sie gelten ja nur die Regeln, die sie selbst aufgestellt haben. Ihnen fällt es auch besonders schwer in hierarchischen Strukturen, weil wenn Menschen, die über ihnen stehen, ihnen etwas sagen, dann ist das für Menschen mit einer niedrigen Politeness doch recht schwer anzuerkennen. Und nur in zwei Fällen erkennen sie es an. A, wenn die Person es absolut bewiesen hat, dass sie autoritär etwas zu sagen hat, oder B, wenn die Regel gerade zwingend notwendig ist. Und jetzt schau du mal bei dir. Bist du jemand, fällt es dir leicht, dich an Regeln und Normen zu halten? Ist es dir wichtig? Ist es dir ein Bedürfnis, denn du weißt, Gesellschaft ist für dich wichtig? Oder sagst du, nein, ich bin der kleine Rebell, nur meine eigenen Regeln gelten? Schau mal, wie bist du ausgeprägt? Hoch, mittel oder niedrig? Wie schätzt du dich ein? Kommen wir zum letzten Buchstaben im Ocean-Modell, das N. Und es steht für Neurotizismus. Neurotizismus ist basically die Fähigkeit bzw. der Impuls des Körpers, negative Gefühle zu erschaffen und auch sie länger aufrecht zu erhalten. Ähnlich wie Extraversion für die positiven Gefühle zuständig ist, ist Neurotizismus für die negativen Gefühle zuständig, also für Angst, Wut etc. Und auch das hat zwei Ausprägungen und das kommt von zwei Umgangsformen mit Stressoren mit gefühltem Kontrollverlust. Rückzug ist die erste davon und Rückzug bedeutet, einfach übersetzt, wenn auch leicht vereinfacht ausgedrückt, Angst.
Menschen, die hoch in Rückzug ausgeprägt sind, machen sich eine Menge Gedanken über mögliche Zukünfte und wie sie schiefgehen könnten und worauf man achten muss. Vorteil: Rückzug macht vorsichtiger. Niedriger Rückzug macht leichtsinniger. Nachteil: hoher Rückzug macht dich vielleicht so vorsichtig, dass du dich vieles nicht traust, was du dir trauen möchtest. Niedriger Rückzug tut sich da weniger schwer. Ähnlich wie du, erinnere dich mal an eine schöne Erinnerung, wie zum Beispiel im Urlaub oder so. Wenn du dieses Bild im Kopf hast, löst das im Körper ein Gefühl aus. Wie so ein: oh ja, das war schön. Und ähnlich macht Rückzug das Gegenteil. Es macht ein Bild davon, wie es total schief gehen könnte, und dann entsteht Angst im Körper. Und wie gesagt, das hat Vor- und Nachteile, aber Rückzug hoch macht das mehr, Rückzug niedrig macht das weniger. Wie würdest du dich einschätzen? Hoch, mittel oder niedrig? Kommen wir zur nächsten Persönlichkeitsausprägung, der Volatilität. Menschen, die hoch in Volatilität ausgeprägt sind, sind Menschen, die kippen schnell in Emotionen wie Wut oder Trauer. Und diese Emotionen bleiben verhältnismäßig lange. Das heißt, wenn ich meinen Coachee frage, wie stressempfindlich bist du? Und die Person sagt, naja, so einmal im Monat, einmal in 2 Wochen bin ich gestresst. Dann weiß ich, diese Person ist recht stabil und somit niedrig in Volatilität ausgeprägt. Denn Menschen, die dort hoch ausgeprägt sind, sind Menschen, die kippen auch schnell in ein Stressgefühl. Stress wird schnell im Körper generiert, Cortisol wird ausgeschüttet. In ihrem Gehirn gehen die 4 Fs an und da überwiegend Wut und Trauer. Und das passiert tatsächlich tendenziell häufiger. Wenn du hoch in Volatilität ausgeprägt bist, dann bist du vielleicht mehrfach die Woche gestresst, vielleicht sogar mehrfach am Tag. Und diese Emotionen bleiben verhältnismäßig lange. Das heißt, wenn du dich gerade aufregst oder traurig bist, dann ist es nicht like this wieder weg, sondern es ist eine Emotion, die bleibt vielleicht mehrere Stunden, manchmal mehrere Tage. Und schau mal bei dir, wie stressempfindlich bist du? Wie oft kippst du in Emotionen wie Wut oder Trauer? Oder bist du jemand, der sagt, ja, Emotionen in der Hinsicht habe ich eher selten, manchmal natürlich, bin ja auch ein Mensch, aber eher so einmal, zweimal im Monat, dann bist du tendenziell eher niedrig ausgeprägt. Schau mal bei dir, wie bist du? Und es gibt kein richtig oder falsch. Auch da ist es wichtig zu sagen, wir können alle nur gewinnen im Ocean-Modell. Es geht nicht darum zu sagen, das ist gut und das ist schlecht. Jede Persönlichkeitsausprägung und jeder Mensch ist auf seine Art und Weise richtig, egal wie deine Ausprägungen sind. Und wir haben 10 hoch 10 Möglichkeiten, unsere Persönlichkeit zu definieren. Also es ist alles möglich und alles darf sein. Und all diese Punkte, die wir genannt haben, all diese Marker, nennen wir sie, können ein Hinweis darauf sein, wie deine Persönlichkeit ausgeprägt sind. Aber sie sind kein Beweis. Der Beweis ist bei uns unser wissenschaftlicher Test, der wirklich herausfiltert, wie deine Persönlichkeit im Kern ist. Und wir wollen jetzt aber erstmal wissen, wie bist du ausgeprägt im Selbsttest? Deswegen hoch, mittel oder niedrig, wie schätzt du dich ein in der Volatilität? Jetzt sind wir durch die 10 Persönlichkeitsausprägungen des Deep Ocean Modells einmal durchgegangen und du hast die Möglichkeit gehabt, dich selbst einzuschätzen. Jetzt gibt's noch einen kleinen Bonus, denn die größte Stärke im Deep Ocean Modell sind nicht nur die 10 Ausprägungen, sondern auch, wie verhalten sie sich untereinander zueinander. Das heißt, wir schauen uns mal 2 Ausprägungen an. Zum Beispiel bist du vielleicht hoch in Dominanz ausgeprägt, aber auch in Empathie. Jetzt könnte ein Verhalten sein, dass deine Dominanz sich durchsetzt, du vielleicht aber danach ein schlechtes Gewissen hast. Oder aber deine Dominanz wird etwas abgeschwächt, weil deine Empathie rauskommt und es dir doch wichtig ist, wie es anderen geht. Das heißt, zum einen können wir nicht pauschalisieren und sagen, dein Ocean-Modell hat genau das Verhalten. Denn unser Verhalten ergibt sich aus komplexen Themen, unserer Persönlichkeit, aber auch unseren Mustern und Glaubenssätzen. Und da wollen wir natürlich ganz genau bei dir reinschauen. Aber die Besonderheit sind die Psychodynamiken. Wie verhalten sich die Ausprägungen untereinander, miteinander? Und so können sie sich zum einen verstärken als auch abschwächen. Deswegen schau mal bei dir. Findest du schon Persönlichkeitsausprägungen, die sich vielleicht gegenseitig verstärken oder abschwächen? Zum Beispiel gibt es auch das Eichhörnchen. Alex, was kannst du denn dazu sagen? Also das Eichhörnchen. Das Eichhörnchen ist eine Psychodynamik, der wir einen Namen gegeben haben, denn bestehend aus Enthusiasmus hoch, verbuddelt sie ganz viele Nüsse,
Ordnung niedrig, findet das Eichhörnchen sie dann nie wieder. Und so ähnlich finden wir es oft auch, zum Beispiel als Selbstständige, dass wir mit Enthusiasmus hoch ganz viele Dinge anfangen und sagen, oh, das ist eine gute Idee, oh, da könnte ich eine Kooperation machen und eigentlich will ich ja noch einen YouTube-Kanal und einen Podcast und... Und dann findet aber nichts wirklich hinterher sein Ende und wird wirklich umgesetzt aus zwei Gründen. Zum einen, wenn du dir 70 Dinge aufmachst, hast du gar keine Zeit, alles wirklich umzusetzen. Und da die Ordnung zu haben, erstmal eins zu tun und dann das andere, wäre vielleicht sogar klug. Und zum anderen, wenn du total enthusiastisch bist, aber dir dann die Ordnung fehlt, es auch Stück für Stück wirklich umzusetzen, dann wird es nicht passieren. Und natürlich kann man da dann auf einer Musterebene gegenwirken, indem man zum Beispiel sich jemanden dazu holt, der dafür sorgt, dass die Ordnung eingehalten wird. Oder man die Dinge outsourced, die man sonst eh nicht selber die Kleinarbeit macht. Oder. Und zu diesen Themen kommen wir gleich. Aber das wäre eine Psychodynamik, die ich zum Beispiel ganz gut kenne. Viele tausend Ideen, aber Ordnung niedrig sorgt dann dafür, dass vielleicht nicht alle so richtig in die Umsetzung kommen. Und so merkst du, es gibt Psychodynamiken, die bestehen aus zwei Persönlichkeitsausprägungen, genauso aber auch noch aus deutlich mehr. Unsere ausgebildeten Deep Ocean Coaches lernen in ihrer Ausbildung auch da, das zu erkennen und im Coaching-Prozess zu begleiten, weil jeder von uns hat sie. Und vielleicht entdeckst du bei dir auch schon welche. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Entdecken, denn das ist die Kraft des Ocean-Modells. Und jetzt kommen wir noch zu einer Frage, nämlich der Frage, was mache ich denn jetzt damit? Und wie verwende ich jetzt das Ocean-Modell für glücklichere und bessere Beziehungen, sei es beruflich oder privat? Am Ende ist es eine einfache Template in drei Schritten. Und schreib dir das bitte auch auf jeden Fall auf. Schritt 1 ist immer verstehen. Erstmal dich selbst verstehen. Da hast du heute den ersten Schritt gemacht. Oder auch dein Gegenüber verstehen. Zu schauen, was ist das Ocean-Modell, die 10 Ausprägungen meines Gegenübers? Sei es der Partner, dem Partner der Partnerin, sei es den Kunden und Kundinnen oder Mitarbeitenden. Wer ist dein Gegenüber wirklich? Schritt 2, das dann anzunehmen. Sei es für dich selbst, zu wissen, das bin ich und das ist okay und das wird sich auch nicht ändern. Dann kann ich diesen Menschen doch wirklich annehmen. Genauso mit dem Gegenüber. Manchmal machen andere Menschen Dinge, die können wir gar nicht verstehen, weil ihr Gehirn anders verschaltet ist als unseres. Und statt zu sagen, du bist da doof, ändere dich, können wir anerkennen, das wird sich niemals ändern. Und können den anderen und oder die andere mit dem, was wir an unserem Gegenüber mögen, voll annehmen und anerkennen, das andere wird sich nicht ändern. Das ist der Mensch. So wie er ist, werde ich ihn annehmen. Und dann können wir im dritten Schritt, sowohl bei uns selbst als auch in der Beziehung, schauen, was sind dienliche Muster, die wir bauen können, um das, wo die Persönlichkeit es nicht nur einfach macht, zu puffern und auszugleichen oder positiv zu verstärken. Was meine ich damit? Ich zum Beispiel bin ein kleiner Chaot. Ja, ich habe wirklich diese Dynamik mit hoher Enthusiasmus, niedrige Gewissenhaftigkeit, beziehungsweise vor allem niedrige Ordnung. Und so baue ich mir Systeme, die dafür sorgen, dass ich trotzdem produktiv vorankomme. Hol mir Mitarbeitende, die das für mich umsetzen, was ich eh nicht den kleinen Krusch machen würde. Und so kannst auch du schauen, was ist das, was mir schwerfällt und wie kann ich da durch einen Coach, durch jemanden, den ich es outsourcen kann oder, durch Systeme, durch Automatisierung dafür sorgen, dass es daran nicht scheitert, sondern stabile Basis da ist, die mir das abnimmt, weil mit Disziplin und Kraft würde ich es eh nicht machen. Und genauso kannst du in Beziehungen schauen, was sind die Punkte, wo wir uns immer wieder reiben und wie können wir uns da Muster bauen, um zum Beispiel das automatische Muster von dann in Streit zu verfallen zu unterbrechen. Und uns bewusst zu werden, der andere ist so, ich bin so. Logisch sind wir da anders, lass einen gemeinsamen Weg finden. Und das ist tatsächlich was auch Vanessa und mir unheimlich gedient hat in unserer Beziehung, zu wissen, ich bin so, sie ist so. Und eine Menge Dinge sind wir gleich, aber ein paar Dinge sind wir auch echt unterschiedlich. Und das zu respektieren und gemeinsame Wege zu finden für das, wo man nun mal ein bisschen anders ist. Und wenn dich dieser Vortrag heute fasziniert hat und du noch tiefer in das Thema Deep Ocean eintauchen möchtest, dann haben wir ein Geschenk für dich. Denn wir haben eine 2,5-stündige Masterclass aufgenommen zum Thema Beziehungen. Die findest du auf ocean-modell.de und die kannst du komplett kostenlos anschauen. Und in diesem Sinne sagen wir Dankeschön. Es war wunderschön und zurück ins Studio. Tschüss.